Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Millimack Level 59 hier in Lothlórien und zwar auf dem Talan in Kirin Amrod und wir verfolgen den Epos. So, und dafür sollen wir mal mit Isuriel reden. Erzählt mir, was nach Masoks Gefangennahme geschehen ist. Wie konntet ihr aus dem Thronsaal entkommen? Wie schön, euch endlich kennenzulernen, Millimack. Und ich hoffe, ihr werdet dem Goldenen Heer zur Seite stehen, wenn die Zeit für den Angriff auf den Düsterwald gekommen ist. Herr Celeborn hat mich gebeten, die Planung der Offensive mitzugestalten. Ich habe mir Korunotils Version der Gefangennahme von Marzok angehört, um zu verstehen, wes Geistes Kind unsere Geißel ist. Mit großem Interesse verfolge ich euer Eindringen in den Thronraum Marzoks mittels eines Geheimganges, doch Korunotil unterbrach ihre Geschichte an dem Punkt, als der Ork-Anführer in euer Gewahrsam genommen wurde. Ich flehte sie an, mir weitere Informationen zu liefern, aber sie entgegnete, ihr Gedächtnis ließe sie im Stich und sie wünsche nicht, sich in naher Zukunft an diese Ereignisse zu erinnern. Sagt mir, was nach der Gefangennahme von Marzok passierte, Millimack. Wie habt ihr es geschafft, aus seinem Thronraum zu entkommen und dabei den König der Orks auch noch in euer Schlepptau zu nehmen? Sprecht mit Isuriel und erzählt ihr die Geschichte von eurer Flucht aus Rushdurinul. Das haben wir nämlich beim letzten Mal gemacht. Wir haben Marzok gefangen genommen. Ich höre mir gerne eure restlichen Erzählungen an. Gern möchte ich mir den Rest der Geschichte anhören, Millimack. Ich will wissen, wie ihr aus Rushdurinul, dem Zentrum von Marzoks Macht, mit dem gefangenen Ork-König entkommen konntet. Das war sicherlich nicht einfach. Dies ist eine Solo-Aufgabe und kann nicht mit einer Gefährtengruppe unternommen werden. Okay, na dann. Isuriel lauschte der Geschichte eures Abenteuers entlang der geheimen Straße nach Rushdurinul, wo die Zwerge den Ork-König Masok ergriffen hatten. Doch die Geschichte war noch nicht zu Ende. Und so wartet Isuriel nun darauf, dass ihr die Geschichte weitererzählt. Okay, das tun wir. Ich will mich noch kurz vorbereiten. Ich weiß nicht genau, wie kampferprobt das hier alles ist. Was haben wir denn? Aha. Cool. Mal wieder ein Kästchen. Okay. Na dann, wollen wir mal loslegen. Wir reden hier mit Bruin. Ich weiß, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Millimack. Aber es ist schon außergewöhnlich, dass ihr so weit gekommen seid. Und doch frage ich mich, Marzok ist für den Feind von höchstem Wert. Ob man ihn wird austauschen wollen? Wenn wir Marzok vor den Toren von Dol Guldur brächten, würde Gorutul meinen Vetter Bori dann gegen den Ork-König freigeben? Ich habe einen Eid geschworen, dass meine Axt Marzoks Leben beenden wird. Doch wenn sein Überleben einen Sinn ergäbe, dann sähe die Sache schon anders aus, Millimack. Wir dürfen Bori jetzt nicht im Stich lassen. Hört euch die Unterredung über Marzoks Schicksal an. Wenn wir Marzok gegen meinen Vetter austauschen könnten, müssten wir das tun. Ich will euch nicht beleidigen, Bori, aber das kann nicht sein. Wir dürfen Marzok nicht einmal die geringste Gnade gewähren. Wie viele Zwerge hat er erschlagen? Wie viele unserer Brüder und Schwestern mussten wegen ihm sterben? Das reicht, Orva! Wie viele Elben und Zwerge mögen wohl leiden müssen, wenn Marzok weiterleben darf? Was meint ihr, Millimack? Okay, wir können ihn anklicken und dann kann ich sagen, ich stimme euch zu. Marzok muss am Leben bleiben oder Marzok ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden. Naja, ich weiß ja schon, wir lassen ihn trotzdem am Leben. Ich stimme euch zu. Marzok muss am Leben bleiben. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Schließlich wart ihr bei Bori, als er gefangen genommen wurde. Das muss euch genauso belastet haben wie mich. Hätte ich Siegelburg doch nie aus der Dunkelheit geholt, in der er schlummerte. Aber jetzt ist es zu spät für Reue. Lasst uns stattdessen die Zukunft planen. Obwohl es
geschmacklos ist, haben wir keine andere Wahl, wenn wir Bori nicht der Folter in den Verliesen von Dol Guldur überlassen wollen. Und das ist sicher keine Option. Marzok wird leben. Wir werden ihn nach Dol Guldur bringen und seine Freiheit gegen die meines Vaters eintauschen. Wir brauchen ihn. Danke, Melimak. Es schmerzt mich wahrlich, aber wir brauchen Marzok. Ich hoffe, ihr beide wisst, was ihr da tut. Ich musste eine Entscheidung fällen und das habe ich getan. Kommt her, Melimak. Nehmt diese Fesseln, Melimak, und bindet sie Marzok um die Handgelenke. Sie sind aus Eisen gefertigt und dürften stark genug sein, um ihn in Schach zu halten, während wir uns den Weg aus diesem Ort freikämpfen. Fesselt Marzok. Ich liefere mich euch auf Gedeih und Verderb aus. Glaubst du etwa, diese Armbänder können Marzok in seinem eigenen Reich außer Gefecht setzen? Du bist ein Narr, wenn du denkst, ich könnte sie nicht mühelos abstreifen. Aber ich werde warten, wenn du besonders hilflos bist. Und dann wirst du meine Hände um deinen Hals spüren. Sprecht mit Bruina. Super. Gott. Gut, Melimak, kommt her. Jetzt müssen wir aus Ushtorinul fliehen, Melimak. Aber ich fürchte, wir haben schon zu lange gezögert. Hier wird es bald von Orks wimmeln. Wenn wir mit unserem Gefangenen lebend nach Hause kommen wollen, brauchen wir jemanden, der die Schlachtordnung aufrechterhält. Ich schlage vor, ihr übernehmt diese Rolle. Sagt uns je nach Kampfsituation, welche Unterstützung wir einnehmen sollen. Das heißt, befehlt uns eure Moral und eure Kraft, eure Angriffsstärke oder eure Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Ändert die Unterstützungsmethode eurer Verbündeten mit Hilfe des Banners. Aha, interessant. Ich muss, glaube ich, mal irgendwie die Musik ein bisschen leiser machen. Also mir persönlich ist es in den Ohren eindeutig zu laut. Gehen wir mal kurz mal auf Audio. Musiklautstärke. Dabei ist die gar nicht so laut. Mal gucken. Gut, wo sind denn deine Banner? Wenn ihr den Befehl neben diesem Banner ruft, ändern wir die Art unserer Unterstützung. Probiert es jetzt aus. Banner der Eisernen Garnison. Unterstützt mich mit Moral, Kraft in der Verteidigung oder in der Offensive. Ich finde Moral immer super. Ihr entscheidet, dass ihr am nötigsten Moral braucht. Ihr ruft, unterstützt mich mit Moral. Ich konzentriere mich darauf, eure Moral zu steigern. Wir haben keine Zeit mehr. Da kommen sie. Ich dachte, wir sollen es erst ausprobieren. Das hat natürlich so lange gebraucht, dass mein Essen und meine Schriften schon lange wieder verbraucht sind. Ich hoffe, das unterstützt nicht nur mich, sondern auch sie selber mit Moral. Das wäre schon ganz gut. Okay. Haha, und davon gibt es auch noch mehr. Ja, offenbar kommen da schon wieder welche. Da. Ich glaube, ich hätte eher sowas wie Stärke oder sowas wählen sollen. Aber dann machen wir, glaube ich, mehr Schaden oder so. Denke ich mir mal. Konzentriere uns darauf, Schaden auszurichten. Genau. Das sollten wir tun. Und die nächsten. Dafür werde ich euch Leid zufügen, wenn ihr mag. Ha. Yeah.
Das ist unsere Chance. Auf, auf! Ich gehe mal lieber ganz hinten, dann sehe ich, wenn die was sagen. Obwohl, naja, sie ist die Letzte. Und da stehen wir auch schon wieder. Bereit machen, da kommen sie. Offensive. Weiß ja nicht, ob ich das jedes Mal sozusagen neu auswählen muss. Pro Banner? Wahrscheinlich. Ich kann ja schon mal sagen, dass dieses Buch hier, Buch, was ist es, 8, glaube ich, das ist ziemlich kurz. Es besteht, glaube ich, nur aus 5 oder 6 Kapiteln, also wirklich nicht sehr viel. Aber fast jedes einzelne Kapitel ist irgendeine Art von Instanz. Also es gibt diese hier, es gibt die beiden sehr großen, die Spiegelhalle und das Wasserwerk. Dann gibt es halt noch den Endkampf. Das sind alleine ja schon 4 von, wie gesagt, 5 oder 6 Kapiteln. Und das sind, wie gesagt, dann eben alles Instanzen. Und jede einzelne geht, glaube ich, so lange, dass wir nicht viel mehr pro Folge machen, als jeweils eben eine dieser Instanzen. Noch mehr? What? Hui! Bleib da mal stehen. Den kann man nicht betäuben oder was? Nee, ich kämpfe noch nicht gegen ihn, deswegen wahrscheinlich. Nee, es geht einfach nicht. Zack, und da ist er auch weg. Wo ist mein anderer Troll, ihr nutzlosen Maden? Habt wohl nur einen mitgebracht, was? Wir müssen weiter. Und jeder rennt in eine andere Richtung, sehr gut. Dass der so weit vorausläuft, finde ich aber auch nicht gut. Der müsste eigentlich zwischen uns laufen. Und da geht's auch schon wieder weiter. Offensive! Schnell jetzt! Davon gibt es auch noch mehr. Sie sind uns irgendwie in den Rücken gefallen. Hä, wieso? Wir kommen noch von vorne. Ach so, nee, okay. Können wir keinen Narren töten? Das ist hier ein Narr. Ihr nutzlosen Maden, hört auf zu sterben! Hört auf zu sterben, finde ich auch einen sehr schönen Befehl. Noch mehr von hinten. Aber umdrehen ist nicht drin, wa? Frei
mich, ihr rückgratlosen Kreaturen. Das ist unsere Chance. Lass sie mal wieder ein Stück vorgehen. Der Marzot klimpert so schön mit seiner Rüstung. Und nochmal Offensive, bitte. Halt! In Schande. Okay. Sterbt in Schande. Ich würde... Was hat er gesagt? Ich würde euch ob eurer Nutzlosigkeit sonst selbst töten. Oh, jetzt kommt auch nur noch einer. Mehr hat er nicht mehr. Wertloser Wurm, kannst du denn gar nichts richtig machen? Der nächste Troll, bitte. Wenn wir Zur zurück erreichen, müssen wir in Sicherheit sein. Das glaubt ihr nicht, ihr wertlosen Kreaturen. Das glaube ich nicht. Der ist echt ganz schön weit voraus. Also für den Gefangenen. Wir haben es geschafft, Millibark! Das glaubt ihr also. Das sehe ich auch so. Ein tödlicher Angriff. Zu spät, Marzok. Du wirst nie wieder Khazad-dûm beherrschen. Herrschen? Hier? Ihr glaubt, ich will hier herrschen? Ich habe keinen Verlangen danach, diese elende Königreich zu beherrschen. Ihr habt anscheinend keine Ahnung, was hier passiert, oder? Gorotuls Meister ist großzügig und seine Freunde, zu seinen Freunden. Er kümmert sich um sie. Er verrät ihnen Geheimnisse. Wir haben die Größten seiner Armeen an... Was? Ich werde die Größten seiner Armeen anführen. Welche Belohnung wünschst du dir dafür, wollte Gorotul von mir wissen. Nur das Königreich, das von Rechts wegen mir gehört, sagte ich ihm. Das wird nicht gehen, entgegnete er. Mein Meister hat mir befohlen, die furchtbaren Schrecken aus den Tiefen hervorzurufen. Sie werden dieses Reich für immer durchstreifen. Nur ein Narr würde ihm nicht glauben. Besiegt Marzak und sorgt für Bruins Überleben. Ich glaube, ihr glaubt, ihr habt sie besiegt? Redet hier noch jemand anderes? Ihr habt sie in den tiefsten Schatten zurückgeschickt. Doch ich beäuge noch die Oberwelt. Doch sie beäugen die Oberwelt. Sie lechzen nach ihrer Rückkehr. Gorotul hat sich darum gekümmert, dass sie sich an den Weg erinnern. Oh oh. Ja, okay, die Fesseln waren tatsächlich nicht ganz so gut. Wir sollen für Bruins Überleben sorgen. Aber Bruin hat gar keinen Lebensbalken. Macht die Sache natürlich etwas schwierig. Moral. Schnell. Sag mal, kämpfst du noch gegen den, oder? Ja, was ist denn hier los? Warum verliere ich auf einmal so wahnsinnig viel Leben? Okay, aber er ist auch besiegt. Marzok will sich euch ergeben. Pah, dass ich nicht lache. Du kannst nicht entkommen, Marzok.
Das war knapp, Millimack, aber wir haben es geschafft, Marzok erneut in unsere Gewalt zu bringen. Ich hätte wissen müssen, dass sein Kampfgeist noch nicht alarmt ist. Eins ist gewiss, wir müssen unseren Gefangenen in Zukunft stärkere Fesseln verpassen. Wohl wahr, wohl wahr. Schnell, bevor noch mehr Orks angreifen. Wir nehmen Marzok mit und verschwinden von hier. Ja, so war das, Isuriel. Eure Geschichte lehrt uns eine wertvolle Lektion. Wir dürfen Marzok nicht unterschätzen. Die Geschichte über eure Flucht aus Rushdurinul mit Marzok als Gefangenem war noch grauenhafter, als ich erwartet hatte, Millimack. Und ich danke euch, dass ihr sie mir erzählt habt. Wenn wir Marzok zusammen mit den Zwergen nach Dol Guldur bringen wollen, wie Bruin es beabsichtigt, müssen wir eine Lehre aus unserer Geschichte ziehen. Der Orkkönig darf nicht unterschätzt werden. Sicherlich schmieden Bruins Leute gerade neue Fesseln für Marzok, da dies die erste Lektion ist, die uns euer Abenteuer gelehrt hat. Aber das war noch nicht alles, Millimack. Marzoks Worte haben mich nachdenklich gemacht. Man sollte erst vor seiner eigenen Tür kehren, bevor man dem Feind einen Krieg aufzwingt. So sagen es die Weisen. Eine Sache, von der euch Marzok erzählt hat, bereitet mir mehr Sorge als alles andere. Der Großteil von dem, was Marzok in den Tiefen von Rushdurinul von sich gegeben hat, war wahrscheinlich nur leeres Gerede, Drohgebärden und Aufblusterei eines gefangenen Tieres. Doch eine seiner Bemerkungen macht mir besonders große Sorgen. Er will als Belohnung über ein neues Reich herrschen. Schon lange kämpfen die Orks und Zwerge in den Höhlen unter dem Nebelgebirge miteinander und Marzoks Geschlecht stand dabei immer an vorderster Front. Wenn nun Marzok, der Sohn Azoks und Bruder Bolks, entschlossen ist, die Herrschaft über Moria aufzugeben, kann das nur daran liegen, dass er glaubt, Moria ließe sich nicht mehr regieren. Sein Verbündeter Gorutul muss in den Tiefen etwas unglaublich Böses in Gang gesetzt haben, das in der Lage ist, dieses Riesenreich zu vernichten und selbst für Orks unattraktiv zu machen. Kehrt zurück nach Gwarthedath im Steinfundament und sprecht dort mit Lenglamel und Forglin. Die beiden sind oft in den Tiefen unterwegs und wissen vielleicht etwas über unsere potenziellen Gegner. Sprecht mit Lenglamel in Gwarthrendas, also Steinfundament, die überschattete Zuflucht ist es, und sprecht mit Forglin. Und sie schickten mich natürlich nicht dorthin, was wieder heißt, ich darf mir den Weg selber suchen. Na gut, dann sehen wir uns da gleich. Und ich bin wieder in der überschatteten Zuflucht. Wir sollen einmal mit Lenglamel und einmal mit Forglin reden. Dann rede ich doch erstmal mit Forglin. Eure Worte bestätigen, was mir bereits zu Ohren gekommen ist. Eure Worte bestätigen die Aussage von Lenglamel und Magor, Millimack. Gorotul hat mit den gefangenen Zwergen und der Mithril-Axt der Eisernen Garnison vor seinem Aufbruch nach Dol Guldur etwas in Bewegung gesetzt. Hat er übelst ausgeheckt, damit die Schergen der Schatten und Flamme wieder an Stärke gewinnen und an andere Orte zurückkehren können, von deren wir glauben, sie seien für immer von ihnen befreit? Möglich, möglich. Und du? Ich teile die Besorgnis Isuriels. Gorotuls Interesse ist von größerem Ausmaße als bisher von uns angenommen. Es ist gut, euch wiederzusehen, Millimack, denn ich teile Isuriels Bedenken. Wir haben das Interesse Gorotuls bei weitem noch nicht voll ergründet. Große Schrecken lauern in den Tiefen, das wissen wir, denn ihr seid einigen davon entgegengetreten. Namenlose Kreaturen, die das Sonnenlicht fürchten, aber auch die Diener des großen Geistes, der in Moria herrschte und dem Königreich der Zwerge ein Ende bereitete. Der Balrog von Moria ist nun besiegt, doch er hat uns das Leben des Randirs und dessen weitreichende Macht gekostet. Die Schergen der Schatten und Flammen wurden allerdings nicht durch die Macht des Randirs, sondern durch euren und den Mut eurer Verbündeten vernichtet. Ich will euch nicht beleidigen, Millimack, doch dem Zauberer könnt ihr noch nicht das Wasser reichen. Nee, allerdings nicht. Ich fürchte, dass euer Sieg über die Schergen von Durins Fluch nicht von Dauer sein wird, solange ihr Meister noch lebt. Sprecht mit Bruin im Lager der Ruhe.
Gut, dann gehen wir da auch noch mal hin und ich nehme mal an, bei dem bekommt man die Aufgaben für die anderen beiden Instanzen, bevor es dann wieder zum Endboss geht. Und wir sind im Lager der Ruhe angekommen. Hier liegt Bori nach wie vor auf seiner Pritsche. Ich hatte gehofft, euch am Ufer des Anduin wiederzutreffen. Doch das sollte doch nicht sein. Ich hatte gehofft, euch am Ufer des Anduin wiederzusehen, Millimak, unterwegs, um den Orkkönig gegen die Freiheit meines Vetters Bori einzutauschen. Aber es hat noch nicht sollen sein. Die Elben von Gwarthedath haben recht. Gorotul scheint hier in Khazad-dûm einen Plan in die Tat umsetzen zu wollen. Als ihr nach Lorien wegen eurer Unterredung mit Celeborn zurückgekehrt wart, tauchte Orvar wieder in den Tiefen von Busungar ab. Er sagte, er hätte eine Ahnung, dass etwas schief liefe. Die verrottete Fäule hatte schon mit ihrem Rückzug begonnen. Doch Orvar spürte dort noch etwas Böses. Und unter dem Vorsprung, an dem ihr Gravulun den Khalrok so geschickt besiegt hattet, entdeckte er einen furchtbaren Schild, der mit unaussprechlichen Runen übersät war. Im Geiste hörte er, wie dieser etwas aus den Tiefen rief und schlug mit seiner Axt darauf ein, bis er zerstört war. Ich glaube, dass Gorotul dieses Relikt in Busungar platziert hat, damit dieser Gravulun, den Khalrok anlockt, Millimak. Gravulun hat diesen Ort nicht zufällig gefunden. Er wurde dorthin gerufen. Oh, oh. So, ich habe mal meine legendäre Waffe ausgetauscht. Ja, die hier, die ausgelevelt war, die hier in Platz 1 lag, die habe ich mal entsorgt, nenne ich es einfach mal. Dann können wir ja mal die reinlegen zum Leveln. Und mein erstes, irgendeine andere Waffe, die im Level schon drunter war, habe ich auch entsorgt. Ich trage momentan dieses Schwert. Das ist jetzt ja ungefähr zur Hälfte fast, ne, voll gelevelt. Also ich dürfte es gleich wieder neu schmieden und habe leider keine Relikte mehr gehabt. Nee, keine Fassung. Einen Edelstein hatte ich, eine Rune hatte ich. Und selber hergestellte habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Was ich natürlich am liebsten anlegen will, ist das, was ich allerdings erst mit Level 60 auch überhaupt leveln kann. Das ist dieses hier. Und ich wollte mir eigentlich auch nochmal so ein Schurkenwerkzeug dafür machen. Also auch in dieser Qualität. Aber ja, ich habe momentan nicht die Materialien dazu. Gut, Bruin. Aha. Das sind also diese beiden Instanzen Lumulnar. Ja, einmal Solo und einmal als Gefährte. Das ist, glaube ich, Lumulnar. War das die Spiegelhalle oder das Wasserwerk? Ich glaube, es war das Wasserwerk. Na gut, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Beide Instanzen, ja, sowohl Wasserwerk als auch Spiegelhalle, sind sehr, sehr zeitintensiv. Und deswegen brauchen die eine Folge für sich. Und an dieser Stelle ist diese Folge erstmal wieder zu Ende. Ihr könnt mir aber wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.